when they hear the sound of the drum, they'll be saying, oh Lord, here they come. Yeah, here we come. Here we come. Here we come. Here we come. Einen wunderschönen Sonntagnachmittag und willkommen zur Konferenz des 15. Spieltages der FIFA-Bundesliga. Heute stehen die Begegnungen zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach sowie die Partie Fortuna Düsseldorf gegen den SC Freiburg an. In beiden Partien geht es um ein direktes Kräftemessen, sei es im Kampf um die europäischen Top-Plätze oder sei es nur darum, sich von den Abstiegszonen zu distanzieren. Und deshalb wagen wir uns einen genaueren Blick für die zwei anstehenden Partien und beginnen mit der Begegnung in der Pre-Zero Arena zwischen Hoffenheim und Gladbach. Hoffenheim zurzeit mit einem Lauf. Die letzten 4 Spiele konnten sie allesamt für sich entscheiden und haben sich somit bis auf den 6. Platz nach vorne gearbeitet. Außerdem ist die Ausgangslage für Hoffenheim deutlich besser als die bei den Gästen aus Gladbach, denn zu Hause hat Hoffenheim bisher nur ein einziges Spiel in dieser Saison verloren und das war am 4. Spieltag gegen den BVB mit einer 2:4 Niederlage. Gladbach also gefordert, muss reagieren, um die europäischen Plätze noch weiterhin im Visier behalten zu können. Doch die aktuelle Formkurve lässt etwas zu wünschen übrig. Man hat zwar in den letzten 3 Partien kein Spiel mehr verloren, hat aber erst noch am vergangenen Spieltag zu Hause gegen Stuttgart wieder Punkte liegen lassen. Apropos Punkte liegen lassen, das haben auch die beiden Mannschaften aus der anderen Begegnung und diese benötigen 3 Punkte dringend, um sich aus diesem Tabellenkeller wegzubewegen. Düsseldorf hat bis heute die meisten Unentschieden in dieser Saison erzielt, kann sich aber nach wie vor auf dem aktuell 12. Platz halten, ist aber punktetechnisch immer noch in der Gefahrenzone, denn zwischen dem Relegationsplatz und den Düsseldorfern liegen gerade mal schlappe 3 Punkte dazwischen. Und aufgepasst, auf diesem Relegationsplatz, da liegt zurzeit der SC Freiburg. Und die Freiburger müssen heute im Kampf gegen den direkten Konkurrenten punkten, damit sie noch eine Chance haben, sich aus diesem Tabellenkeller zu befreien. Dies wird ein schwieriges Unterfangen sein, da die Statistik klar gegen Freiburg spricht, denn sie besitzen die drittschlechteste Offensive. Zusammen mit den Mainzern und den Nürnbergern teilen sie sich diese Negativstatistik. Also, das sind 2 Partien, bei denen geht bei beiden Mannschaften um viel. Und somit war es auch von diesem Einblick in die heutige Konferenz. Wir hören uns später noch einmal und somit gebe ich ab an die beiden Kommentatoren Martin Stuber und Heibach, die sich es schon in den Stadien gemütlich gemacht haben. Nicht nur das Wochenende, sondern auch die Hinrunde der FIFA-Bundesliga befindet sich auf der Zielgeraden. Wir sind angekommen in der 15. Konferenz in dieser Saison in dem Sinne. Mann, oh Mann, wie schnell die Zeit vergeht. Wir melden uns heute aus Sinsheim, die TSG aus Hoffenheim im direkten Europa-Cup-Duell gegen den Verfolger aus Gladbach. Das 2. Spiel in der Konferenz findet eine ganze Strecke weiter unten in der Tabelle statt. Wir gehen rüber nach Düsseldorf, wo es Abstiegskampf mit Felix Heibach heute gibt. Ja, das ist richtig. Ich bin in der Esprit Arena Fortuna Düsseldorf gegen den SC Freiburg. Das bedeutet Platz 11 gegen 16. 2 Teams, wie du schon richtig gesagt hast, die unten drin stecken. Vor allen Dingen der SC Freiburg mit nur 11 Punkten und nur 3 Siegen. Das sieht richtig schlecht aus, die Bilanz der Freiburger. Außerdem sind sie sehr auswärtsschwach. Sie haben erst einen Sieg und warten seit dem 9. Spieltag auf einen Sieg. Damals gab es ein 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Noch kurz als Hinweis, die Düsseldorfer in den roten Trikots, Freiburg in schwarz. Und auch die Fortuna, die wartet schon seit dem 8. Spieltag auf einen Dreier. Insofern sind wir mal gespannt, wer sich hier heute durchsetzen kann und freuen uns auf eine hoffentlich spannende Partie hier in der Esprit Arena. Und das ist Barkok, das sieht gar nicht so schlecht aus, gute Bewegung. Barkok mit der Möglichkeit, Hennings! 9. Minute, den kann man schon mal machen. Rufen Hennings, 5 Saisontore, das hätte Nummer 6 sein müssen, würde ich fast schon sagen. Mal sehen, wie die Freiburger darauf reagieren. Düsseldorf hat das hier gut gemacht. Beginnt sehr gut. Aber hier passiert gerade nichts. Deswegen gebe ich ab zu Martin Stuber nach Hoffenheim.
In Hoffenheim erwischt die Borussia den besseren Start. Thorgan Hazard, 4. Minute, den kannst du auch mal machen. In dem Sinne setzte er den Ball da knapp über den Querbalken. Es ist so ein bisschen das Duell der beiden formstarken Teams. Hoffenheim seit 4 Spielen ohne Niederlage und auch die Gladbacher 3-mal ungeschlagen geblieben. Heute brauchen beide Punkte im Kampf um internationale Geschäft. Kramaric mit der ersten Torernährung. Tor in Düsseldorf! Für die Gastgeber. Wir haben den ersten Treffer in der Konferenz. Ayman Barkok macht das 1:0 für Fortuna und das war ein äußerst sehenswerter Treffer. Mit links zügelt er ihn in den Winkel. Wir werden das gleich nochmal sehen. Sensationell. Fortuna führt also gegen den SC Freiburg und damit würden sie sich 6 Punkte vom SC Freiburg absetzen. Das wäre schon ein guter Schritt, ein richtiger Schritt für die Mannschaft Richtung Klassenerhalt. Das kann ja nur das Ziel sein als Aufsteiger, völlig klar. Und die Führung, muss man sagen, geht auch in Ordnung. Düsseldorf hatte die einzige Möglichkeit des Spiels. Rufen Hennings. Und jetzt das Tor. Freiburg versucht zu antworten. Das wird nichts. Mal schauen, wie sich diese Partie noch entwickelt. Das ist wieder Hennings mit Karaman. Wieder rufen Hennings. Guter Pass wieder für Barkok. Barkok! Der Schuss noch geblockt. Gute Möglichkeit für Fortuna. Ecke. Gieselmann. Ja, da kommt Luke Bakio kurz. Der Ball kommt in die Mitte. 2:0. Fortuna Düsseldorf. Und wer war's? Ich weiß es noch nicht. Wir werden es gleich auflösen. Ein toller Kopfball, eine tolle Ecke. Sensationell gespielt. Karaman war's. Karaman mit dem 2:0 für Fortuna. Und da sieht die Hintermannschaft nicht gut aus. Da sieht aber auch Schwolo nicht gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Ball kommt an die Ecke des 5-Meter-Raums, den kann er eventuell haben. Ja, hier haben wir 2 Tore und eine 97-prozentige Passquote von Fortuna. Die spielen hier richtig gut auf. Wie sieht es denn in Sinsheim aus, Martin? In Sinsheim fängt die TSG aus Hoffenheim an, langsam Fußball zu spielen. Nico Schulz, wir kommen gerade rechtzeitig zur ersten Chance für die Gastgeber. Gladbach die ersten Minuten tonangebend gewesen. Jetzt fährt das Team von Pader 88 einen Tick zurück und lässt auch mal Hoffenheim hier mitspielen. Wir hatten es gerade von Fortuna Düsseldorf. Pader 88 hat die ersten 9 Spiele als Trainer der Fortuna bestritten. Jetzt ist er bei Gladbach und seitdem er da ist, ist die Borussia nicht mehr nur Mittelmaß. Es läuft wieder besser. Man hat zwar letzte Woche nur unentschieden gegen den Abstiegskandidat aus Stuttgart gespielt. Trotzdem, davor gab es einen wichtigen Erfolg gegen Leipzig. Man pirscht sich langsam ran ans internationale Geschäft. Jetzt vielleicht mal Zakaria. Der letzte Pass kommt noch nicht so richtig an. Zerfahrene Geschichte bei der Defensivreihen bis dato noch fehlerlos. Jetzt vielleicht mal Hoffenheim mit Schulz. Kramaric, der Kopfball ist dann optimistisch. Elfmeter in Düsseldorf. Und weil hier nichts passiert, holen wir uns die nächste spannende Aktion in Düsseldorf ab. Elfmeter für den SC Freiburg und das ist aus meiner Sicht eine absolut richtige, vertretbare Entscheidung. Man kann natürlich sagen, Petersen läuft auf. Ich weiß gar nicht, wer der Gegenspieler war. Aber meiner Meinung nach kannst du den geben. Petersen also gegen Michael Rensing. Nils Petersen, staubtrocken. 1:2 aus Sicht des SC Freiburg. Sie sind zurück im Spiel. Und man muss sagen, das geht auch in Ordnung, denn in der 26. Minute hatte Petersen fast schon das Tor gemacht. Ein Lattenknaller. Den hat er dann etwas zu hoch angesetzt. Den Schuss nach guter Vorarbeit von Rave. Hier bringt er den SC Freiburg jetzt zurück ins Spiel. 3 Tore also hier in Düsseldorf. In Sinsheim haben wir noch keinen Treffer gesehen. Und in diesem Sinne, Martin, das kann ja eigentlich nur besser werden bei dir. Ja, die TSG bemüht sich drum. Gerade wieder die nächste Möglichkeit über Schulz. Jetzt kommen sie, Elvedi. Passt auf, Gladbach bekommt hier mehr und mehr Fahrt in die Defensiv rein. Selber offensiv, bis auf das Schüsschen von Hazard in Minute 4 noch nicht aktiv geworden. Schulz, nächster Anlauf, den
schenkt jetzt leichtsinnig her. Aber Hoffenheim ist gut drin in der Saison. Nachdem es auch bei der TSG am Anfang gehapert hat, hat man Schalke besiegt. Hat man letzten Spieltag 6:1 gegen Wolfsburg gewonnen. Und jetzt die Möglichkeit, die Riesenmöglichkeit für Kramaric. Den muss er eigentlich machen aufs leere Tor. Und dann bekommt die Borussia gerade noch ein Bein dazwischen. Ich habe es angesprochen, Hoffenheim, gerade so ein bisschen das Team der Stunde. Natürlich will man heute zu Hause gegen Gladbach nachlegen. Jetzt mal wieder die Gäste, Zakaria. Macht das gut mit Plea, das ist die Chance für Stindl. Tor in Düsseldorf. Herzlich willkommen auch Gladbach und wir haben den nächsten Treffer in Düsseldorf. Felix, bitte. 37. Spielminute, Luke Bacchio mit dem 3:1. Und das war fast schon eine Kopie des Treffers von Barkok. Hier sehen wir das nochmal. Es war nach einer Ecke, kurz ausgeführte Ecke und dann zurückgelegt. Und Luke Bacchio hat da ja ganz viel Zeit. Ganz Tor in Sinsheim! Und jetzt auch endlich der erste Treffer bei Martin. Ich gebe rüber. Wir brauchen am Ende die Standardsituation. Und in der Nachspielzeit macht's Lars Stindl hervorragend. Hoffenheim bekommt den Ball nicht richtig weg. Dann legt Elvedi auf und Stindl hat das Füßchen, um den im langen Eck unterzubringen. Doch noch der Treffer vor der Pause. Das ist nicht wirklich verdient. Hoffenheim hatte die besseren Möglichkeiten. Gladbach effizient. Würde sich mit diesem Sieg 3 Punkte an Hoffenheim ranschieben. Hier ist Pause. Wir holen uns die letzten Eindrücke der ersten Halbzeit wieder in Düsseldorf ab. Ja, hier haben wir noch gut 3 Minuten zu spielen. Also ist noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kommt der SC Freiburg ja nochmal zurück. Sie müssten hier, also natürlich wäre es optimal, wenn man hier vor der Halbzeitpause noch den Anschlusstreffer macht, um hier nochmal zurückzufinden. Rave, das war ein guter Pass von Pedersen, aber Michael Rensing sehr, sehr aufmerksam. 3 Minuten gibt es oben drauf. Die Fortuna sehr effektiv. So viele Möglichkeiten hatten sie gar nicht. Luke Bacchio, der ist geblockt, gibt nochmal eine Ecke. Ja, Florian Niederlechner am Ziel vorbei. 8 Ballberührungen, kein einziger Torschuss. Das ist natürlich keine gute Ausbeute für einen Mittelstürmer. Das muss man so klar sagen. Und auch insgesamt wirkt Freiburg nicht richtig im Spiel. Düsseldorf ist die bessere Mannschaft, hat einen Ticken mehr Ballbesitz. Und sie haben halt zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Das muss man so klar sagen. Gieselmann jetzt nochmal mit der Ecke. Ja, die ist ungefährlich. Rave klärt. Und wir müssten gleich... Jetzt gehen wir in die Halbzeit. Ja, Düsseldorf führt mit 3:1 gegen den SC Freiburg. In Hoffenheim haben wir ebenfalls eine Führung. Und damit gebe ich in die Studios, beziehungsweise in die Pause hier in der FIFA Bundesliga. Ihr wollt Action? Gymnastik zurückgelegt, Paco Acosta! Spannung. Lazza mit der Chance, Lazza mit dem Tor! Und echte Emotionen? Plianka macht das gut, Kono Plianka, Punktstoller! Was für ein Tor! Willkommen in der FIFA Bundesliga. 18 Vereine, 18 YouTuber, ein Projekt. Alle 306 Spiele live und kommentiert. Gibt's doch gar nicht! Woche für Woche. Das Topspiel am Freitag. Lass ihn den Kopf voll, Kruse! 2:0! Die XXL-Sportschau am Samstag. Und am Sonntag die legendäre Konferenz. Tor Dortmund, Tor an Düsseldorf. Tor auch in Sinsheim. Bist du bereit für das ultimative FIFA-Erlebnis? Zurück in der Konferenz, zurück in Hoffenheim, wo die Borussia aus Gladbach schmeichelhaft mit 1:0 führt, darf beginnen in den zweiten 45 Minuten. Personell haben wir einen Wechsel zu vermerken. Es wird defensiver auf Seiten der Gäste. Zakaria glücklos in der ersten Halbzeit, hat Feierabend für ihn jetzt. Strobel, die deutlich defensivere Variante im Mittelfeld. Noch für die restlichen, ja jetzt gut, 40 Minuten dabei. Gladbach macht das hier. Gut, defensiv steht man sicher, hat offensiv die eine Chance, die man hatte, genutzt und pirscht sich somit ran
ins internationale Geschäft. Auf der anderen Seite haben wir die Fortuna aus Düsseldorf, geografisch nicht so weit entfernt von der Borussia und auch tabellarisch würden sie mit dem Sieg ranrücken. Wie sieht's aus in den zweiten 45 Minuten, Heilbach? Ja, bisher noch nichts passiert hier in Düsseldorf. Steht noch 3:1. Freiburg hat gewechselt. Yannick Haberer ist aufs Feld gekommen für Mike Franz. Es ist natürlich eine deutlich offensivere Variante. Freiburg will hier unbedingt nochmal zurückkommen. Das ist klar. Man will sich hier nicht geschlagen geben bei einem mit Abstiegskandidaten, also eine Mannschaft, die auch um den Klassenerhalt kämpft. Aber sie müssen was draufpacken, wenn sie hier zurückkommen wollen, denn die Fortuna war in der ersten Halbzeit griffiger, hatte mehr vom Spiel, das habe ich schon gesagt, und führt hier durchaus verdient mit 2 Toren Unterschied. Das muss man so klar sagen. Das ist Jean Zimmer über die rechte Seite. Aber auch die Fortuna hat jetzt einige Fehler in ihrem Spiel. Ravé. Vielleicht kann Freiburg was draus machen. Das ist Pedersen. Ah, die Idee ist gut für Gondorf, aber da kommt er nicht ran. Ich habe es eingangs schon erwähnt, beide Teams warten seit dem 8. bzw. 9. Spieltag auf einen Sieg. Das ist schon einige Zeit her, dass man da mal 3 Punkte geholt hat. Für Fortuna wäre das natürlich heute ein guter Tag. Das ist Karama. Legt zurück auf Morales, nimmt das Tempo raus. Barkok, schöner Trick. Ja, okay, das ist was für die Galerie. Und vielleicht sehen wir ja auch was für die Galerie in Sinsheim, Martin, oder? Gerade war es fast vorbei. Riesendoppelchance für die Gastgeber. Die erste im Spiel, nachdem es auch hier wieder ziemlich fahrig losging. Und dann war Leo Bittencourt durch, trifft den Innenpfosten, die darauf folgende Ecke. Haut Kramaric nur ganz knapp am Kasten von Jan Sommer vorbei. Hoffenheim schnuppert am Ausgleich. Jetzt kommt erstmal wieder Gladbach. Die haben sich bis jetzt noch überhaupt nicht in der Nähe des gegnerischen 16ers gezeigt. Player. Stindl probiert den durchzustecken. Ball kommt nicht an. Hoffenheim kommt besser aus der Kabine. Wenn du hier allerdings noch Punkte mitnehmen willst, darf diese Großchance keine Seltenheit bleiben. Personell noch keine Veränderung von Nick Eragon. Es wäre seit langer Zeit mal wieder eine Niederlage für das so erfolgsverwöhnte Hoffenheim. Allein 15 Tore in den letzten 4 Spielen. Offensiv können die ganz guten Fußball spielen. Jetzt sind sie defensiv gefordert. Hoffmann, Hereingabe ist nicht schlecht. Baumann vor dem einschussbereiten Hazard. Erstes kleines Powerplay jetzt von Gladbach in den zweiten 45 Minuten. Vogt gegen Hazard. Hoffmann, zweite Welle. Akpoguma wirft sich dazwischen, gibt die Ecke. Die Doppelchance auf Seiten der TSG, so ein bisschen auch der Wachmacher jetzt für Gladbach. Das Ding ist noch lange nicht durch. Jetzt der zweite Wechsel, Torschütze Stindl geht raus, genauso wie Neuhaus. Neu im Spiel jetzt, auch bei der TSG, Joe Linton für Demir Bay, Griffo für Schulz, Kramer für Stindl und last but not least Raphael für Neuhaus. Dann hätten wir hier das ganze Wechselszenario abgeschlossen und holen uns mal wieder die Eindrücke aus Düsseldorf ab. Ja, hier steht es weiterhin 3:1. Es ist wirklich wenig passiert. Eben gab es einen Abschluss von Borriello, aber da stand er doch deutlich im Abseits. Die große Frage, was ist die Spielidee des SC Freiburg in den zweiten 45 Minuten? Man sieht wenig davon, dass, also meiner Meinung nach haben sie hier keine Chance, nochmal zurückzukommen. Also das würde dann schon an ein Fußballwunder grenzen, weil spielerisch und auch von der Durchschlagskraft her kommen sie überhaupt nicht mal gefährlich da vor das Tor von Michael Rensing, das muss man so klar sagen. Wäre bitter für den SC Freiburg, sie würden stecken bleiben. Sie haben erst 11 Punkte geholt, sie haben schon 9 Spiele verloren, erst 3 Siege in 14 Spielen. Das ist natürlich, muss man so klar sagen, eine Bilanz eines Absteigers. Und auch jetzt hier, das ist offensiv, einfach zu wenig. Jerome Gondorf, Haberer, die halten zwar den Ball mal ganz gut. Düsseldorf macht es jetzt natürlich auch geschickt, die verteidigen hier mit allen 11 Mann. Richtig gut, das muss man so auch sagen. Aber trotzdem hätte ich da mehr erwartet vom SC Freiburg in den zweiten 45 Minuten. Das ist doch wirklich eine kleine Enttäuschung hier.
Auf der anderen Seite kann man Düsseldorf nur gratulieren. Sie haben hier wirklich ein starkes Heimspiel gemacht, das richtig stark gemacht. Hier scheint die Partie durch, deswegen gebe ich nach Sinsheim zu Martin. Da ist es noch spannend. Wir haben hier auf jeden Fall noch spannende 8 Minuten plus minus Nachspielzeit vor uns. Und es ist weiterhin das offene Spiel. Gladbach hatte eine gute Möglichkeit, über Wendt in Minute 79, die ließ der Schwede liegen. Und insofern bleibt Hoffenheim hier weiterhin drin. Wäre der zweite Auswärtserfolg hintereinander nach dem Sieg gegen Red Bull Leipzig vor 2 Wochen. Kramer. Flanke ist nicht gut. Trotzdem, Hoffenheim bekommt es jetzt nicht mehr wirklich hin, einen geordneten Angriff zu fahren. Anstatt ist es wieder Player. Anstattdessen, so rum, ist es wieder der Franzose, der sich offensiv einbringt. Was das Aluminium angeht, steht es jetzt unentschieden. Hoffenheim hat noch 3 Minuten Zeit, um hier zumindest diesen einen Punkt im heimischen Sinsheim zu behalten. Bittencourt. Zuber, der Abschluss fehlt. In Düsseldorf ist das Spiel beendet, insofern bleiben wir hier jetzt drauf. Bekommt die TSG die eine letzte Chance. Zuber vielleicht mal. Kader Schabek, Flanke ist nicht gut. 2 Minuten gibt es obendrauf. Gladbach mit Ballbesitz und die Borussia weiß, wie sie das jetzt auszuspielen hat. Nehmen da gut Zeit von der Uhr. Es geht in Richtung Eckfahne. Hoffmann. Lang Hoffmann, das ist nochmal die Möglichkeit für Plea. Der legt ihn rüber. Hasser verpasst den Abschluss. Wir sind über der Nachspielzeit. Ball weit und hoch nach vorne. Das sollte es gewesen sein. So ist es. Die TSG aus Hoffenheim verliert nach 4 Spielen mal wieder zu Hause gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Die setzen sich im Kampf um die offensiven Plätze vorne fest und dürfen weiterhin mitreden, was das angeht. Das ist der erste Rückschlag für Nick Eragon und seine Hoffenheimer. Mal gucken, inwiefern sie sich nächste Woche erholt zeigen. Hinrunde ist bald rum. Gladbach kämpft sich nach einem verhaltenen Beginn in dieser Saison langsam aber sicher raus. Pate 88 auf jeden Fall eine Bereicherung für diese Truppe. Insofern sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen aus den Stadien und geben im Studio nochmal das letzte Wort des Spieltags weiter. Vielen Dank an Martin und Heibach für diese ereignisreiche Konferenz und somit schauen wir uns die Endergebnisse der beiden Partien noch einmal genauer an. Die TSG 1899 Hoffenheim unterliegt nach zuletzt 4 Siegen in Folge erst das zweite Mal in dieser Saison zu Hause, um das gegen die andere Borussia, Borussia Mönchengladbach mit 0:1. Und in der anderen Begegnung gewinnt Fortuna Düsseldorf das erste Mal seit dem 8. Spieltag wieder eine Partie und bezwingt den direkten Konkurrenten aus Freiburg mit 3:1. Dadurch können sich die Düsseldorfer etwas mehr aus der Abstiegszone entfernen und der Kessel in Freiburg beginnt jetzt ordentlich zu brutzeln, aber dazu kommen wir dann gleich in der Tabellenansicht nochmal genauer zurück. Somit blicken wir noch einmal auf die anderen Begegnungen an diesem Spieltag zurück. Allen voran das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen, welches die Dortmunder klar mit einem 6:0 für sich entschieden haben. Am Samstag konnten die Nürnberger zu Hause mit einem 3:2 Erfolg gegen den VfL Wolfsburg feiern. Rasenballsport Leipzig schossen die Mainzer mit 5:1 aus ihrem Stadion wieder raus. Der VfB Stuttgart machte weiter im Boden gut mit einem 3:2 Sieg gegen die Hertha BSC. Schalke gewinnt auswärts gegen den Tabellenletzten aus Augsburg mit 1:2. Hannover unterliegt zu Hause klar gegen den FC Bayern München mit 1:6 und Bayern 04 Leverkusen ließ der Eintracht Frankfurt gar keine Chance und gewann souverän mit einem 0:6 Erfolg auswärts in Frankfurt. Und natürlich noch einmal die Ergebnisse der Konferenz. Hoffenheim verliert gegen Gladbach mit 0:1 und Fortuna Düsseldorf bezwingt den SC Freiburg mit 3:1.
Was bedeuten diese Ergebnisse für die einzelnen Positionen in der Tabelle? Die Antwort sehen wir hier. Es hat sich positionstechnisch in der oberen Hälfte nichts getan. Aber punktemäßig konnte sich der ein oder andere seinen direkten Konkurrenten annähern. Leverkusen führt weiterhin souverän mit 7 Punkte Vorsprung die Tabelle an, gefolgt von Schalke 04 und dem FC Bayern München sowie Borussia Dortmund auf der 4. Dann der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim sowie der SV Werder Bremen bleiben trotz deren Niederlagen an diesem Spieltag weiterhin auf den Plätzen 5, 6 und 7 vertreten. Aber aufgepasst, Gladbach sowie Leipzig haben den Anschluss gefunden. Punktgleich sind die Gladbacher mittlerweile mit Bremen und Leipzig auch nur ein Punkt dahinter auf der 8 und der 9. Also die europäischen Plätze, sie bleiben weiterhin ein enger Kampf. Hertha BSC Berlin bleibt nach wie vor auf dem 10. Platz, aber der große Verlierer an diesem Spieltag ist definitiv der erste FSV Mainz 05. Nach der Niederlage an diesem Spieltag gegen RB Leipzig verlieren sie deutlich an Boden. Sie rutschen von 11 bis auf die 14 nach unten, das aber auch nur, weil die direkten Konkurrenten aus Düsseldorf, Nürnberg und auch Stuttgart ihre Partien für sich entschieden haben. Allesamt klettern einen Platz nach oben und Mainz, ja, da muss man sich langsam Gedanken machen. Hannover bleibt weiterhin knapp vor den Abstiegsplätzen entfernt und dahinter müssen sich die Freiburger, die Frankfurter und auch die Augsburger mittlerweile ganz schön warm anziehen, um aus dieser Zone wieder mal rauszukommen. Nach diesem Rückblick schauen wir noch kurz voraus, was uns am kommenden Spieltag erwarten wird. Und Junge, Junge, da steht ein Riesenknüller vor der Tür. Denn die Rede ist natürlich vom Topspiel am nächsten Freitag zwischen dem FC Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen. Der erste gegen den zweiten in der aktuellen FIFA-Bundesliga. Eine Begegnung, die man auf keinen Fall verpassen darf. Da sollte man einschalten, denn das könnte eine entscheidende Phase sein für den Kampf in dieser Saison, aber auch die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig sicherlich mit einem Auge zu begutachten. Das war es dann auch schon vom 15. Spieltag der FIFA Bundesliga und wenn euch dieses Projekt gefällt und ihr auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann folgt uns doch auf Social Media. Allen voran kann ich euch Instagram empfehlen, dort erhaltet ihr Informationen zu der aktuellen Lage der Vereine oder auch der Trainer, sowie auch herausstechende Zitate von Kommentatoren, die sie in ihren Spielen gebracht haben, aber auch die Ergebnisse sowie die Tabelle des vergangenen Spieltages werdet euch angezeigt. Alle Links zu unseren Social Media Plattformen findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung und somit habe ich auch nichts mehr zu sagen, außer ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Freitag zum Topspiel zwischen Schalke und Leverkusen wieder. Bis dahin, bleibt am Ball und bis dann.